Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Viele Leute wissen nicht, wie man einen Half-Step Kick pitcht. Oder auch Tech. Bei Tech, Hard-Tech ist es genauso. Bei Hardcore, bei Uptempo, bei Terro. Ist über das gleiche. Ich suche mir jetzt extra einen Kick raus, den ich nicht den Key weiß, als die Note. Und ich zeige euch dann mal, wie man das macht. Das ist nämlich ganz easy. Gehen mal hier auf. Ah, hier stehen die Keys dabei. Ah, scheiße, egal. Wir nehmen jetzt irgendeinen. Wir denken uns, wir sehen jetzt den Key nicht. So, den Uptempo-Kick. Ich kenne den nicht. Der ist von OPS. Ich nutze keine Sample-Kicks. Auf jeden Fall. Wie macht man das? Wie ändert man den Pitch? Und wie erkennt man das erstmal? Stellen hier mal auf 180, weil der Kick 180 ist, wie es aussieht. Und das erste Ding, wie man einen Key rausfindet, man drückt Rechtsklick auf das Sample, dann Edit in Audio Editor. Und dann drückt man hier auf das hier und dann auf Detect Pitch ich kann es nicht aussprechen, Regions. Und dann sieht man, F-Sharp ist der Key von dem Kick. Das heißt, ne, warte, habe ich F-Sharp gerade gelesen? Hier steht F-Sharp, hier steht aber F. Ja, keine Ahnung. Manchmal buggt es rum, da muss man wirklich gucken. Aber ich mache das immer so und fast immer passt es auch so bei meinen Kicks, die wenn ich selber mache. Dann nehmen wir uns jetzt, wo der Bass anfängt. Ich nehme jetzt mal ein Stück. Könnt es auch genau machen, so hier. So, da haben wir zwei Parts. Das hier ist jetzt der Part, den man pitcht. Der hier bleibt gleich. Man macht den hoch. Am besten noch i3 Mono, weil klingt oft am besten i3 Mono. Kann auch mal stretchen. Kann sich cool anhören. Hört sich aber oft auch komisch verzerrt an. Und wenn man einen langen Kick hat, kann man auch. Huch, kann man auch. Okay, nee, Resample geht nicht. Keine Ahnung. Aber egal, i3 Mono ist der beste Weg dafür. Und ja, das kann man auch mit Tech-Kicks machen. Ich habe jetzt keine Tech-Kicks, weil ich keine Hard-Tech mache. Aber das kann man mit Hardstyle, Hardcore, Frenchcore, Uptempo, allem Hard-Tech. So, haut rein. Ciao.